Hier sind die EmsTV News. Heute ist Dienstag, der 9. Februar. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Der Landkreis zählte heute Morgen 19 weitere nachgewiesene Corona-Infektionen. 34 Emsländerinnen und Emsländer konnten sich seit gestern von dem Virus erholen. Aktuell werden 261 Infizierte im Landkreis Emsland behandelt und somit 17 weniger als noch gestern. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstarben bislang 128 Menschen. In häuslicher Quarantäne befinden sich rund 1000 Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Emsland liegt bei 57,8. Nach Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung sind 12 Mitarbeiter und 8 Patienten im Marienhospital in Papenburg von einer Corona-Infektion betroffen. Der Ausbruch soll auf Station 17 des Krankenhauses erfolgt sein. Für die betroffene Station hat der Landkreis einen Aufnahme- und Verlegestopp verhängt. Daraufhin seien alle notwendigen Hygienemaßnahmen eingeleitet worden. Unter anderem sei eine Hygieneschleuse als Zugang zu der Station eingerichtet worden. Alle negativ getesteten Mitarbeiter befänden sich in Arbeitsquarantäne und sollen unter strengsten Hygienemaßnahmen die Patienten versorgen. Die Feuerwehr rückte heute Morgen zu einem Brand aus. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Erstlagerkrönung hat eine starke Rauchentwicklung im gesamten Giebelbereich gebracht. Ja, diese Art an Baumärkten haben eine ganz spezielle Bauart mit Nagelplattenbinder. Das heißt, sobald da ein bisschen Brandlast oben im Dachstuhl drin ist, geben die Dachsparren und die Verbindungen sehr schnell nach. Das ist eigentlich allen soweit bekannt. Und wir würden damit unsere Einsatzkräfte unheimlich gefährden. Und aufgrund der massiven Rauchentwicklung konnten wir schon sehen, dass der Brand innerhalb des Dachstuhls schon sehr fortgeschritten war. Kurz Zeit später hatten wir die ersten offenen Flammen aus dem Dachbereich raus und keine 5 Minuten später brach der Dachstuhl komplett in sich zusammen. Wir haben daraufhin dann noch weitere Feuerwehren nachalarmieren lassen, schon vorweg, weil uns das Szenario eigentlich bekannt war, wie das hier enden würde. Und sind jetzt mit 9 Feuerwehren vor Ort, ca. 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK und haben das Feuer jetzt eigentlich soweit unter Kontrolle und im Griff. Wir haben ein Lohnunternehmen bestellt mit einem Abrissbagger und dann werden wir gleich anfangen, von außen die Wände einzureißen, um direkt an die Brandherde ranzukommen. Wir reden hier von einem Schaden in Millionenhöhe vermutlich und es wurden aber keine Personen verletzt. Es musste auch angrenzende Wohnhäuser mussten auch nicht evakuiert werden. Letztlich die Löscharbeiten dauern noch an und dann die Brandursache, die müssen wir dann noch ermitteln. Der Landkreis Emsland ordnete für den morgigen Mittwoch erneut in den allgemeinen und berufsbildenden Schulen den Ausfall von Präsenzunterricht an. Wie auch schon in den vergangenen 2 Tagen bleibt Homeschooling im Szenario C von der Anordnung weiterhin unberührt. Ob der Präsenzunterricht an den Schulen auch am Donnerstag, den 11. Februar, ausfällt, wird anhand der weiteren Entwicklungen bei den Verkehrs- und Wetterverhältnissen entschieden. Der Schnee sorgt aber nicht nur für schulfrei, sondern erfordert vor allem besonderen Einsatz in besonderen Situationen, unter anderem von Polizei und Feuerwehr. Der Wintereinbruch kam schnell und heftig. Sturmtief Tristan deckt Norddeutschland seit Samstagnacht in eine zentimeterdicke Schneehülle. Vor Verkehrschaos und Unfällen wurde schon vergangene Woche gewarnt. Polizei und Feuerwehren hatten sich vorbereitet, durch die Unwetterlage viel zu tun zu haben. Schnee und Eis sorgten auch im Emsland und in der Grafschaft Bentheim seit Samstagabend für eine Vielzahl von Polizeieinsätzen. Insgesamt mussten die Beamten der Polizeiinspektion rund 180 Mal schneebedingt zu Einsätzen ausrücken. Glücklicherweise konnten die Beamten nur sehr wenige leicht verletzte Personen vermelden. Beim Großteil handelte es sich um Blechschäden. Darüber hinaus meldeten sich auch viele Lkw-Fahrer und Autofahrer, die sich festgefahren hatten oder einfach auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße abgekommen sind. Ähnlich sieht es auch bei den Feuerwehren aus. Zwar gab es in den vergangenen Tagen kaum Brände zu löschen, dafür aber einige prekäre Situationen, die ihre Hilfe erforderten. Also das Wochenende war für die emsländischen Feuerwehren relativ ruhig. Wie die Leitstelle mitgeteilt hat, hatten wir insgesamt 20 Einsätze
davon 12 im Süden. Es waren in der Regel kleinere Einsätze, mal gab es einen umgeknickten Baum oder eine Telefonmastleitung, die gesichert werden musste. Auch 2 Verkehrsunfälle und das Abschleppen von LKWs gehörte dazu. Aber kaum größere Einsätze, bis auf gestern Morgen. Gestern Morgen hatten wir hier in Sögel, zwischen Sögel und Laden, eine starke Schneeverwehung. Mehrere LKWs, PKWs saßen fest. Es bildete sich ein größer Rückstau. Und die Feuerwehr Sögel war gefordert, die Fahrbahn wieder freizumachen und die Fahrzeuge zu befreien. Die Sprecherin und der Sprecher von Polizei und Feuerwehr appellieren an die Bürgerinnen und Bürger. Da die Wetterprognosen auch in den nächsten Tagen kalte Temperaturen ansagen, heißt es natürlich weiterhin, wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, vorsichtig fahren. Man sollte in jedem Fall genügend Abstand halten. Vor der Abfahrt das Fahrzeug von Schnee und Eis befreien. Die Geschwindigkeit sollte den entsprechenden Witterungsbedingungen, also den Straßenbedingungen, angepasst sein. Und natürlich sollte man dementsprechend mehr Zeit einplanen, damit man auch sicher ans Ziel gelangt. Die Kreisfeuerwehr hatte schon am letzten Freitag empfohlen, dass man bei notwendigen Autofahrten auch wärmende Getränke, warme Kleidung und auch Decken mitnimmt. Es kann durchaus sein, dass man mit dem PKW in der Schneewehe festsitzt. Das haben wir jetzt auch in Sögel gestern Morgen gesehen. Und wenn man heute die Verkehrsnachrichten hört, es sind immer wieder Fahrzeuge und LKWs in Schneewehen hängen geblieben. Und es kann sein, dass man stundenlang dann auch warten muss, bis man befreit wird. Und wenn dann auch das Fahrzeug ausfällt oder die Heizung vom Fahrzeug, dann ist es schon gut, wenn man Vorsorge getroffen hat. Es ist auch nicht verkehrt, eine Schippe oder einen Spaten im Fahrzeug zu haben, um sich notfalls auch dann selber befreien zu können. Egal ob Held, Prinzessin oder Drache, in Lingen ist es ganz einfach möglich, in jede erdenkliche Rolle zu schlüpfen. Der Kostümfundus des TPZ Lingen ist die Anlaufstelle für alle, die sich mal anders bekleiden möchten. Insgesamt gibt es hier 8000 Kostüme und Requisiten. Ob für Theateraufführungen, Karneval oder das nächste Krimi-Dinner, hier ist für jeden das Passende dabei. Auch wenn Veranstaltungen wie zum Beispiel Karneval zurzeit nicht wie gewohnt stattfinden können. Dennoch aber haben uns Ideen überlegt, wie wir unsere Kunden bei Laune halten können und sind aktuell damit beschäftigt, kleine Boxen zu packen für unsere Kunden zu Hause mit verschiedenen Kostümen, ganz individuell auf die Interessierten zugeschnitten. Ja, ansonsten nehmen wir auch weitere Änderungen vor an Kostümen, die schon lange mal überarbeitet werden mussten. Die schneidern wir zurecht, passen wir an, reparieren wir, da steht die Nähmaschine nicht still. Es werden im Kostümfundus nicht nur Kostüme genäht. Vor 6 Wochen hat man hier die Upcycling-Aktion gestartet. Dass wir gesagt haben, ich habe hier so viele Blusenhemden über, was kann man damit machen? Dann haben wir angefangen, aus den Blusenhemden Taschen zu nähen und Frau Kuhl hatte halt im Haupthaus noch so viele Banner über, so viele alte Werbebanner, wo wir dann uns überlegt haben, dass wir daraus Taschen nähen können. Neben Kleidungsstücken aller Art gibt es nun also auch noch selbstgeschneiderte Taschen. Eigene Kostüme werden beim Kostümfundus des TPZ übrigens nicht mehr angenommen. Durch das riesige Angebot des Kostümverleihs platzt dieser mittlerweile aus allen Nähten. Und das waren sie, Ihre EmsTV News für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.